Herzlich willkommen zu dieser Session. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Sebastian. Ich gehöre zum Team des Digital Social Summit und habe die Freude, euch hier begrüßen zu dürfen. Ich gebe direkt ab an unsere beiden Speakerinnen. Das sind Nina und Fri von CoralAid und es geht um Lernplattformen bauen in der Programmiersprache R. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sind große Fans von Open Source Technologien. Und unser Vereinszweck ist Bildung. Das heißt, es geht konkret um eine Lernplattform, in der wir digitale Kompetenzen vermitteln wollen. Anhand eben einer Open-Source-Technologie wurde diese Lernplattform programmiert. Und wir führen euch da so ein bisschen durch unsere Reise, wie es dazu kam, dass wir überhaupt so eine Lernplattform entwickelt haben und wie wir die auch mit Inhalten gefüllt haben. Für euch kommt da am Ende was sehr Cooles raus, denn wir haben gedacht, ach, wir hatten so viele Learnings dabei, wäre es nicht nett, wenn wir euch dann auch diese Infrastruktur, die wir damit aufgebaut haben, euch weitergeben können. Das heißt, wir haben eine File-Struktur angelegt, die ihr dann selber auch kopieren könnt, wenn ihr Lust habt, diese Open-Source-Technologie im deutschsprachigen Raum auch nutzen möchtet. Sorry, auf dem Nachmittag ist manchmal das Sprachzentrum nicht mehr ganz so fit. Erstmal kurz zu uns. Wer sind wir? Mein Name ist Nina, ich arbeite als Head of Data Literacy bei CoralAid. Wir sind ein deutschlandweites Netzwerk von über 2000 Datenwissenschaftlerinnen. Wir widmen uns, wie gesagt, dem Thema Daten. Mit dabei ist meine Kollegin Fri, die macht bei uns die Data for Good-Projekte. Vielleicht magst du dich an der Stelle auch einmal kurz vorstellen. Ich bin Fri und arbeite auch bei CoralAid. Genau, und wie Nina schon gesagt hat, organisiere ich unsere Datenprojekte, die wir zusammen mit gemeinnützigen Organisationen und unseren Ehrenamtlichen durchführen. Genau. Genau. Hintergrund dieses ganzen Lernplattform-Bounds ist, wie gesagt, dieser Bildungsaspekt. Denn wir vermitteln vor allem Datenkompetenzen, sowohl an unsere Freiwilligen, wo wir eben noch Bedarfe sehen, und halt auch an gemeinnützige Organisationen, damit ihr halt auch selber mit euren Daten Sachen machen könnt und das nicht immer extern auslagern müsst. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Die erste Frage, die ich euch stellen würde, einfach weil wir es total spannend findet, wie bedeutsam findet ihr denn Datenkompetenz in der Zivilgesellschaft? Da würde ich Sebastian dich einmal bitten, dass du die Frage da einblendest. Danke. Genau, es wird fleißig abgestimmt. Wir sind jetzt bei 80% der Teilnehmenden, die abgestimmt haben. Schauen wir mal nach, ja. Natürlich sind wir auch beim Digital Social Summit, also ganz repräsentativ wird das jetzt vielleicht nicht sein, das Ergebnis, ne? Aber es ist natürlich wichtig, dass wir Datenkompetenzen als Zivilgesellschaft auch in unsere Organisation tragen. Ne? Das stimmt ja auch großenteils zu. Konkret ging es ja bei unserem Bildungsprojekt um die Vermittlung von Datenkompetenz. Das ist ja nochmal so ein Teilgebiet eigentlich der digitalen Kompetenzen. Damit alle wissen, worüber wir hier sprechen, ist, hier geht es eigentlich um die Fähigkeiten, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu verwalten, zu bewerten und anzuwenden. Wir haben uns dann als erstes gefragt, okay, wenn wir Datenkompetenz also als Organisation nachhaltig in die Zivilgesellschaft tragen wollen, hat denn die Zivilgesellschaft da überhaupt ein Interesse dran? Und unsere Lernreise ist ein bisschen losgegangen damit, dass wir mal geschaut haben, was gibt es da im deutschsprachigen Raum eigentlich so für Studien, die wir uns anschauen könnten, wo man ein bisschen Einblick über die Bedarfe der Zivilgesellschaft erhält. Und was wir uns angeschaut haben, ist der Digitalreport 2020. Der setzt sich nämlich ziemlich dezidiert damit auseinander, was Organisationen brauchen, wo es eben noch Lücken gibt und was so gerade in diesem Bereich der Fortbildung gerade in den Organisationen passiert. So zwei Key Learnings, die wir an der Stelle dann eben gemacht haben, ist, na gut, also Organisationen sehen irgendwie, dass die Digitalisierung ihnen was bringen kann, aber um sich erfolgreich zu digitalisieren, haben sie halt entweder nicht genug Wissen und manchmal eben auch nicht genug Ressourcen. Das heißt im Grunde, sie können es halt selbst oft nicht so gut umsetzen und extern können sie es irgendwie auch nicht so richtig vergeben, plus fehlen vielleicht auch Gelder für passende Infrastruktur. In diesem Bereich der Schulungen hat man auch gesehen, da sind relativ wenig Mittel auch eingeplant. Das heißt, es macht halt auch Sinn, so eine Schulung, wenn man die dann eben anbieten will, dafür denen auch Fördergelder einzuwerben, ne, damit dann man auch den kostenfreien Zugang ermöglichen kann. Wir haben gesehen, okay, wie können wir da dann also einsteigen, wenn dann eben nur so wenige NPOs dort dabei sind? Und was haben wir gemacht? Wir haben uns geschaut, okay, wo gibt es in der deutschen Förderlandschaft Fördermittelgeber, die uns helfen können, diese Infrastruktur von der Lernplattform aufzusetzen?
und dann eben auch diesen Kurs durchzuführen. Und wir sind da dann an die DSE geraten. Das heißt, das ganze Projekt inklusive des Aufbaus von dieser Lernplattform wurde dann von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt auch fördertechnisch begleitet. Wir haben dann aber gleichzeitig geschaut, okay, macht es denn jetzt Sinn überhaupt, was Eigenes zu machen? Ja, wir wollen hier irgendwie digitale Kompetenz vermitteln, aber gibt es da nicht vielleicht irgendwie auch Angebote in der Privatwirtschaft? Ja, macht es Sinn, dass wir als zivilgesellschaftliche Organisation selber was machen? Wir haben dann so ein bisschen so einen kleinen Marktcheck auch gemacht. Und was man halt so ein bisschen sehen kann, ist, dass erstens, also gerade im Bereich der Datenkompetenz gibt es irgendwie Anbieter, wo man programmieren lernen kann. Da fehlt dann oft aber so ein bisschen diese datenstrategische Perspektive. Es gibt dann sehr, sehr teure Angebote, die über mehrere Wochen gehen, also nicht so richtig berufsbegleitend sind. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, zurück an die Universität zu gehen. Das ist natürlich aber für gemeinnützige Organisationen nicht so wirklich, ja, praktisch. Und was auch immer wieder sich durchzieht, ist, dass so ein bisschen die Brille, mit der wir auf Datenkompetenz schauen, auch eine leicht andere ist. Wir sind nämlich, wenn wir unsere Projekte machen, sind wir sehr, sehr stark wirkungsorientiert. Wir wollen ja immer wissen, was bringt es denn dann eigentlich, ja, wenn ich so ein datenbasiertes Projekt in einer zivilgesellschaftlichen Organisation umsetze, was bringt mir das dann eigentlich als Organisation, was ist eigentlich der Mehrwert, der der Organisation dadurch entsteht? Das ist sozusagen der Zweck. Das andere ist so ein bisschen das Mittel, also die Art und Weise, wie man das macht. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir als Zivilgesellschaft haben natürlich oft auch einen ethischen Anspruch an die Arbeit, die wir machen. Und das zieht sich natürlich gerade auch durch den Bereich der Arbeit mit Daten. Denkt man da jetzt also an datenschutzrechtliche Themen, aber darüber hinaus halt auch an datenethische Anforderungen. Das heißt, wir haben gedacht, okay, wir bringen hier also auch noch eine etwas andere Perspektive mit rein. Ja, wir können hier versuchen, erstens relativ niedrigschwellig was anzubieten. Wir können was anbieten, was strategisch sich gut in die Zivilgesellschaft einfügt. Wir können was anbieten, was eben auch ethischen Kriterien genügt. Und so sind wir dann so ein bisschen in die Entwicklung gegangen, dieses Bildungsprojekts. Ja, und die erste Frage, die wir uns dann gestellt haben, okay, wir wissen, wir brauchen jetzt so ein Bildungsprojekt im Bereich Datenkompetenz, aber wie machen wir denn das Ganze überhaupt? Und da haben wir gesagt, okay, machen wir jetzt wirklich nur eine reine Lernplattform. Das ist ja gerade in der Corona-Pandemie an allen Enden irgendwie so aufgepoppt, dass es so Webinare gab und so weiter. Und wir haben uns dann gefragt, okay, ist das denn für uns eigentlich das richtige Format? Ja, also nehmen wir jetzt so aus dem Werkzeugkasten, nehmen wir jetzt das richtige Werkzeug. Und wie gesagt, wir kommen ja aus dem datenwissenschaftlichen Bereich, also haben wir mal wieder geschaut, was sagen uns denn so die Daten zu den MOCs. Und ich glaube, einer unserer größten Learnings war, dass, na gut, also nur irgendwo digital was zur Verfügung zu stellen, das reicht hier vielleicht nicht. Warum? Es gibt halt gerade in diesem Bereich des Open Education Ansatzes von MOCs relativ hohe Abbruchquoten, also 96%, um genau zu sein. Das heißt, wiederum 4% machen tatsächlich den Kurs, den sie angefangen haben, auch zu Ende. Und das fanden wir natürlich doof. Weil wir nicht genau wissen dann, warum die Leute eigentlich abbrechen. Und was wir sozusagen wollen, ist, dass Datenkompetenz dann auch in der Gesamtzivilgesellschaft ankommt. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht, auch mit den Daten, die man so aus dem tertiären Bildungssektor sich angeschaut hat, haben wir gesagt, okay, da müssen wir vielleicht mal gucken, wie wir die Leute dann dazu bekommen, auch bei der Lernplattform, die wir anbieten, dabei zu bleiben. Und da gibt es mittlerweile auch ganz interessante Metastudien, worauf man da achten kann, wenn man also solche Bildungsformate anbietet. Und ich habe mal so die Key Learnings aus der Studie von 2016 mitgebracht. Ja, das heißt also nur MOOC, das reicht jetzt noch nicht für die Demokratisierung von digitalen Kompetenzen. Wir müssen also auch schauen, dass wir gut konzipierte Kursinhalte haben, dass wir die Möglichkeit der Interaktion zwischen den Lernenden und Lernenden gestalten, dass diese auch gut vorbereitet sind und vor allem auch umfassend unterstützen, dass wir nicht nur ein reines digitales Format anbieten, sondern irgendwo auch die Möglichkeit, eine Lerngemeinschaft zu bilden haben und dass wir eben auch diese Lernplattform relativ rasch weiterentwickeln können. Weil man muss ja schon sagen, also erstens die Technologien, mit denen man so Lernplattformen gestaltet, die entwickeln sich ja weiter, aber gerade im Bereich der Digitalkompetenzen ändert sich ja auch ständig der Inhalt, was man denn da eigentlich vermitteln möchte. Und so ist mal schnell ein Kurs, den man irgendwie vor 2 Jahren gemacht hat, irgendwie outdated. Und das war so ein bisschen so der Rahmen, den wir dann geschaffen haben, um letztendlich diesen Kurs anzubieten. Was haben wir uns also gedacht? Na gut, wir machen vielleicht ein Hybridformat. Das Hybridformat, das wir letztendlich wozu wir uns entschieden haben, ist ein 12-wöchiger Kurs.
Der basiert auch auf einer Lernplattform, aber es gibt eben auch ganz viele Live-Sessions, die an festen Terminen jeden Freitag stattfinden. Dazu haben wir verschiedene Kommunikationskanäle, wo die Teilnehmenden sich dann auch austauschen können. Wir sind also im beständigen Kontakt per E-Mail, per Slack mit den Teilnehmenden, falls es auch irgendwelche Herausforderungen gibt. Und uns fällt halt auch auf, wenn dann mal jemand nicht da ist. Ne? Und da können wir halt nachforschen, was gibt es denn da eigentlich für Herausforderungen, können wir dich vielleicht noch irgendwo unterstützen. Das war so ein bisschen das Strategische des Kurses. Und die andere Frage, die wir uns beantworten mussten, ist, was ist denn mit der technischen Seite? Was nutzen wir? Wir persönlich, auch als Verein, sind große Open-Source-Fans, muss man auch ganz klar sagen. Das hat so ein paar Gründe. Unter anderem ist es ganz nett, dass die meisten Open-Source-Frameworks diesen Grundgedanken von Privacy by Design mitbringen. Wir haben dann also schon so ein bisschen proprietäre Softwareangebote einfach mal ausgeschlossen. Und dann haben wir geschaut, okay, in diesen Open-Source-Sachen, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder es gibt sowas, was sich ja so relativ leicht adaptieren kann für einen etwas kleineren Aufpreis, oder es gibt Sachen, wo ja ich mir schon ein bisschen mehr anschauen muss, wie ich das letztendlich umsetze. Konkret, um das mal zu vergleichen, haben wir uns hier mal Moodle angeschaut. Das kennen wahrscheinlich die meisten von uns irgendwie noch aus dem universitären Rahmen. Und das verglichen mit einem Open-Source-Tool, das wir heute für euch sozusagen hier auch mitgebracht haben, nämlich LearnA. Moodle, wer das kennt, das ist so ein bisschen vom Design nicht so ganz mein Favorit gewesen auch. Und wir haben uns auch wegen der Funktionalität letztendlich dagegen entschieden. Es kann aber eine ganz nette Lösung sein, wenn man jetzt mal wirklich was ganz Schlankes, Kleines, vielleicht auch was rein Internes abfassen möchte. Was für uns halt wichtig war bei den Kriterien, ist auch, dass wir es möglichst umsonst hinbekommen, denn auch wir haben begrenzte Ressourcen, wir sind öffentlich finanziert und wir möchten irgendwie die Möglichkeit haben, dass wenn wir halt mal keine Gelder mehr haben, ja, für das Hosting, dass trotzdem wir die Möglichkeit haben, das noch umsonst zur Verfügung zu stellen. Und das war so ein bisschen auch der Grund, warum wir dann letztendlich hier eigentlich zu dieser Technologie LearnA gewechselt sind. Ich glaube, wir haben hier einmal eine Frage an euch. Es gibt ja diese Grundsatzdiskussion, gerade auch in der Zivilgesellschaft. Ihr kennt die vielleicht selber. Proprietäre Software, Open-Source-Lösung, Marke, Eigenbau. Was ist denn bei euch so der Ansatz? Welche Software nutzt ihr? Fast 90% der Leute haben abgestimmt. Super, danke, Sebastian. Man sieht immerhin, Open Source ist auf dem Vormarsch. Das finde ich auch nett, dass das passiert in der Zivilgesellschaft. Ne? Aber wir haben auf jeden Fall auch noch diesen starken Fokus auf proprietärer Software aus verschiedenen Gründen. Denn wie gesagt, um auch Open Source Technologien ins Leben und in die Praxis zu holen, ist man ja immer wieder vor dieser Herausforderung, dass man halt diese digitalen Kompetenzen irgendwo mitbringen muss, ja, um zum Beispiel das Hosting zu machen, um ja das erstmal selber auch irgendwie einzurichten, man muss vielleicht leichte Adaptionen machen, ne, und das ist natürlich manchmal ein bisschen einfacher, wenn man das extern auslagert. Trotzdem, ich finde es total toll, dass wir als Zivilgesellschaft, und das haben wir ja auch schon im Eintragsvorgang gehört, dass diese Nachfrage nach Open Source immer weiter eigentlich steigt. Genau so ein Open Source Framework ist LearnA. LearnA basiert auf einer statistischen Programmiersprache, R. Das kennen vielleicht die Sozialwissenschaftlerinnen unter euch noch aus dem Studium. Auch die Ökonominnen haben das vielleicht schon mal gesehen. Da gibt es total viele Möglichkeiten, das zu lernen, unter anderem jetzt natürlich auch mit uns. Ja, und die Lernplattform ist quasi eingebettet in diese eigentlich ja Datenanalyse-Sprache, die man da lernen kann. Ja, und man kann da mit relativ starken Mitteln, ohne jetzt super viel Vorerfahrung irgendwie in der Applikationsentwicklung zum Beispiel zu haben, kann man da halt mit diesem Framework, das die einem mitgeben, ja, dieser Grundstruktur für eine Lernform, kann man damit eben eigene Projekte umsetzen. Die Lösung, die wir dann eben gebaut haben, hat sich eben den Datenkompetenzen gewidmet. Und wir haben euch mal so eine kleine Vorschau hier im Screenshot mitgebracht. Wir schauen aber gleich auch noch live in diesen Prototypen, den wir für euch dann daraus extrahiert haben. Also im Grunde ist das, was man braucht, um das aufzusetzen, ist erstmal eine Programmier- und Entwicklungsumgebung. Ja, das ist RStudio hier. Zusätzlich muss man halt noch diese Programmiersprache R installieren. Das haben wir für euch auch alles verlinkt auf dem Live-Format des Prototyps. Und dann sieht man letztendlich sowas wie hier links, ja, wenn man da was macht. Das heißt, man hat hier in diesem Feld, ja, kann man sich verschiedene Sachen festsetzen, man hat hier irgendwie so eine File-Struktur, über die man navigieren kann. Das hier nennen wir die Konsole. Ja, und dann habe ich hier vielleicht noch was, wo ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Ich starte hier mal das Video.
auf das das funktioniert. Man startet die dann also lokal auf dem Computer. Man sieht, man kann Videos einbetten. Wir sind einfach über YouTube gehostet. Man hat Links, auf die man klicken kann, Freitext, Quizformate. Die werden dann noch individuell ausgewertet. Ihr könnt Feedback geben den Teilnehmenden. Habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten, wie genau man die auch aufsetzen kann. Man hat grundsätzlich immer so ein Inhaltsverzeichnis, über das die Teilnehmenden halt auch navigieren können. Man kann irgendwie switchen. Man kann auch nochmal den gesamten Lernfortschritt entfernen. Und im Grunde ist es eigentlich für uns so das gewesen, was wir gebraucht haben. Vor allem, weil halt es diese extra Möglichkeit bestand, da auch zum Beispiel Live-Code-Übungen einzufließen. Ne? Wir sind nämlich der Meinung, dass auch gerade bei digitalen Kompetenzen sollten wir schon immer mitdenken, wie können wir das denn praxisnah unterrichten? Ne? Und ich meine, im Endeffekt bei Datenkompetenzen, auch wenn man selber später dann gar nicht mehr programmiert, es hilft halt total, das mal gesehen zu haben. Ne, also einmal live erfahren zu haben, was das eigentlich bedeutet, wenn man irgendwo eine Codezeile schreibt. Ne, da hat man, selbst wenn man dann später das nicht mehr genau weiß, wie das eigentlich funktioniert hat, hat man so ein besseres Verständnis dafür, was eigentlich auf der IT-Seite von solchen Projekten passiert. Und deswegen haben wir uns hier überlegt, wir bauen das direkt mit ein. Ja, also wir haben hier die Möglichkeit, Lernvideos einzubetten. Ja, wir haben die Möglichkeit, Lerntexte einzubetten. Wir haben die Möglichkeit für Multiple-Choice-Fragen. Aber wir haben halt auch wirklich die Möglichkeit, hier direkt Praxisübungen einzubetten. Ne? Das hat dann einmal, haben wir da Templates eingebettet mit verschiedenen PDFs, aber auf der anderen Seite eben auch sowas, wie hier rechts sieht, ne? Wo man dann selber schon die ersten Zeilen Code ausführen kann. Und das Angenehme an dieser Kombination war auch, dass man so ein bisschen auch einen sicheren Rahmen geschaffen hat, ne, wo die Teilnehmenden erstmal ausprobieren konnten, hier habe ich jetzt meine erste Zeile Code und zack, die spiele ich jetzt mal aus und da kann noch überhaupt nichts bei mir auf dem Computer erstmal kaputt gehen. Das heißt, man hat da erstmal so ein bisschen so ein Sicherheitsgefühl geschaffen, das war so eine kleine Experimentierumgebung auch, die man da mitgegeben hat und dann konnten sie halt das Gelernte lokal auf ihre Rechner übertragen. Schups, geht nochmal das Video an. Und weil wir dachten, das ist doch so eine coole Technologie, dass das alles funktioniert, wie können wir das anderen Organisationen möglich machen? Wie gesagt, haben wir jetzt aus dieser Lernplattform, die wir selber programmiert haben, ja, die Sachen, die so für uns spezifisch wichtig waren, so ein bisschen rausgeschmissen und nochmal eine Grundstruktur geschaffen, damit ihr das eben auch in eurer Organisation nutzen könnt. Was bedeutet das? Wir haben unter anderem mit den Entwicklerinnen von dieser Open-Source-Technologie gesprochen, denn es gab zunächst keine deutschen Übersetzungen, die gibt es jetzt also. Und dann haben wir gedacht, na gut, und wie ist das denn jetzt mit Organisationen, wo jetzt vielleicht noch niemand in R programmieren kann? Ne? Wie können wir da sozusagen auch Hilfestellung leisten? Da haben wir gedacht, na gut, dann machen wir mal, wie gesagt, so eine grobe Struktur, wo dann halt auch so individuelle Anleitungen mit dabei sind. Ne? Wie zum Beispiel füge ich dann das Video ein? Wie füge ich einen Link ein? Wie füge ich ein Bild ein? Wie kann ich eine Überschrift machen und so weiter? Und das haben wir für euch vorbereitet. Und da können wir jetzt auch gemeinsam einfach mal reinschauen. Ich stoppe mal kurz die Bildschirmpräsentation und dann schauen wir mal bei mir in das lokale Programm, in dem man diese Lernplattform dann einrichten würde. Das hier ist also RStudio. Das ist selber also auch Open Source, also es kostet euch auch nichts, Studio runterzuladen. Und hier seht ihr so ein bisschen, wie man das in R programmiert und was wir für euch so vorbereitet haben. Man sieht ja also, hier kann man zum Beispiel das Logo einfach austauschen, die Spracheinstellungen sind zum Beispiel da. Ihr könnt hier, was man im Browser dann immer so sieht, das kleine Bildchen, das heißt Favicon, das könnt ihr zum Beispiel austauschen. Und dann haben wir für euch hier einfach so ein bisschen diese Grundeinstellung, die man so dabei hat, haben wir für euch einfach so ein bisschen kommentiert. Das heißt, also so ein bisschen muss man sich vielleicht erstmal zurechtfinden und das wirkt ganz kompliziert. Aber wir haben versucht, mit den Kommentaren das für euch so darzustellen, dass es halt einfach leichter ist, diese Open-Source-Technologie zu nutzen. Die Grundstruktur ist ein bisschen so, man hat
Das ist so ein bisschen aus praktischen Gründen. Man würde hier, wenn man anfangen würde, das zu machen. Ja, man hat sich also R und R Studio runtergeladen. Da haben wir auch für euch die Links auf den Prototypen, auf dem Live verlinkt. Man würde hier also erstmal so ein kleines Projekt starten und sich dann hier könnte man die URL einfügen. Ja, von dem Repository, dieser File-Struktur, die wir für euch angelegt haben und könnte damit dann eben ein eigenes lokales Projekt erstmal kreieren, das man dann halt adaptiert. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt man eben in diese Ordnerstruktur. Ja, ist so ein bisschen so, als würde man einfach die Ordnerstruktur runterladen. Man hat hier das Hauptdokument, das bringt quasi alles zusammen, also die einzelnen Kapitel, die man so auf der Lernplattform hat, ja, die bringt man da zusammen, die sind dann hier eingebettet. Ein einzelnes Kapitel, zum Beispiel hier das erste, sieht so aus. Ne, man hat hier halt eine Überschrift. Ich würde sagen, ich mache das hier mal parallel. Ne, ich kann mir dann hier mal ausführen lassen, wie das aussieht. Das ist vielleicht so ein bisschen einfacher. Schwupps. Genau, man hat dann also hier immer so eine kleine Preview, wie dann gerade so der Stand der Lernplattform ist. Man sieht hier also, so macht man halt eine Überschrift. Da hat man dann hier so ein kleines Video. Man ja, kann hier den sieht man jetzt leider nicht. Weil du den sieht man nicht. Ah, habe ich das falsch geteilt? Wahrscheinlich. Ich mache mal komplett den Desktop auf. So, wir können das natürlich auch einfach mal im Browser anschauen. Also genau, man würde hier, wenn man das Hauptdokument da was ändert, könnte man einmal hier über das Run Document, könnte man sich die Vorschau lokal erstmal erzeugen. Ja, jetzt sieht man es. Zack, jetzt sieht man es. Sehr gut, danke, Schrie. Genau, und dann sieht man hier so ein bisschen, was sind eigentlich die Inhalte. Gehe ich mal hier nochmal hoch, dann machen wir das nochmal. Ne, also man hat hier irgendwie eine Überschrift. Dann hat man hier so einen kleinen Code-Chunk, den man ausführen kann. Ne? Da seht ihr hier sozusagen die Entsprechung, wie wir das gemacht haben. Man sieht, man kann ja auch einfach Text schreiben in dieser Grundstruktur. Das ist sozusagen unformatierter Text, ist ein bisschen ein Standard-Ding. Man hat hier irgendwie das, ne, so wurde hier das Video eingeführt, fügt. Dann hat man hier den Multiple-Choice-Teil. Da kann man dann sehen, wie das hier gemacht ist und kann das dann halt einfach ersetzen. Ne? Also die Idee ist gar nicht, dass ihr von null anfangen müsst, sowas zu machen, sondern ihr könnt natürlich diese Grundstruktur einfach nutzen und das adaptieren. Dann eben Sachen kopieren, ne, ein bisschen was verändern, mal nachschauen, ob man irgendwie einen anderen Fragetyp vielleicht verwenden möchte und so weiter. Wir haben für euch dann natürlich, damit das noch leichter geht, nochmal eine extra Seite gemacht, nur mit dem Syntax. Das heißt, da hat man dann hier nochmal die Erklärungen, ne, das ist so ein bisschen so diese Grundidee, dabei ist, wie man sowas einfügt, ne, wie man Überschriften macht, wie man Text formatiert. Man hat hier verschiedene Links, die man einführt. Ne? Und da könnt ihr euch dann sozusagen diese Logik, die wir für euch so ein bisschen erarbeitet, ja, vereinfacht haben, könnt ihr euch da raussuchen. Außerdem haben wir so ein bisschen unsere Erkenntnisse zusammengetragen auf so einer kleinen Best-Practice-Seite. Ja, ihr könnt also dann da auch so ein bisschen nachlesen, was unsere Erfahrungen sind eben bei der Erstellung von Bildungsangeboten zu digitalen Themen, was unsere, ja, unsere Tipps an euch sind. Und dann haben wir euch natürlich von unserer Lernplattform nochmal so eine Vorschau eingebettet hier als Beispielkapitel, wie dann sowas aussehen kann, wenn es fertig ist. Genau, so. Man sieht das dann also als von der teilnehmenden Seite ist es dann so, dass man das Ganze natürlich hosten muss. Das gibt es aber auch die kostenlose Möglichkeit, das zu machen, und zwar über Shiny Apps. Das ist also so die Ergänzung von RStudio-Produkten zum Hosting, ist eben diese Shiny Apps Hosting. Und diese URL könnt ihr dann halt mit den Teilnehmenden teilen. Das Schöne ist, dass sogar was wie das Deployment, was an sich, ne, das wird, also Deployment bedeutet das Veröffentlichen von dieser App, dass das eigentlich relativ leicht funktioniert, weil das halt ein komplett integriertes Open-Source-Tool ist. Ne? Also RStudio ist ziemlich umfangreich, sind alles RStudio-Produkte, auch Shiny-Apps ist von RStudio selber. Deswegen sind die Verbindungen insgesamt zwischen diesen einzelnen Arbeitsschritten ziemlich gut. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier Veränderungen vornehme, nochmal rüsten möchte, dann ist das für mich halt ein Klick oder zwei Klicks. Müssen wir noch auf Publish
drücken. Ne? Ich musste mich einmal hier mit meinem Account der Shiny Apps eben verknüpfen und dann kann ich das relativ leicht eben mit einem Klick machen. Das ist ganz schön. Das Studio hat an sich halt auch noch so ein paar andere Möglichkeiten. Das heißt, wenn ihr dann zum Beispiel in einem Team arbeiten wollt, gibt es die Möglichkeit, IT-Kollaborationstools auch einzubetten, wie zum Beispiel eben Git. Das haben wir hier auch gemacht. Ne, das heißt, man hat dann auch die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, man will es nicht nur alleine machen, sondern auch im Team, ist es relativ niedrigschwellig auch möglich, sowas halt einzupflegen. Das ist ganz nett gemacht. Genau, ich würde jetzt, glaube ich, euch einmal den Link schicken. Da brauche ich mal kurz die Freigabe, damit ihr vielleicht selber einfach mal erleben könnt, wie dann dieser Prototyp aussieht. Das schicke ich euch jetzt mal. Ups. Genau. Und dann haben wir für euch ja noch diese File-Struktur. Wir sagen einmal GitHub-Repo zu. Das ist also im Grunde so ein IT-Kollaborationstool. Da könnte man, den Link würde man dann nehmen, wenn man eine eigene Kopie anlegen wollen würde, um dann eben so eine eigene Lernplattform zu programmieren. Genau, was man sich ja immer so ein bisschen fragt, glaube ich, was hat das denn eigentlich gebracht? Ne? Also erstens haben wir natürlich irgendwie ganz gutes User-Feedback bekommen, da möchte ich jetzt auch gar nicht so krass drauf eingehen, aber es ist tatsächlich diese wahnsinnige Entlastung, die dadurch entstanden ist, dass diese Materialien halt auf dieser Lernplattform da sind. Ne? Und ich weiß, dass immer noch bei vielen digitalen Kompetenzen irgendwie die Webinare so der Standard sind. Ne? Aber wir haben halt hier echt ein interaktives Format. Ja, oft hat man so super große Plattformlösungen. Ne? Da gibt es ja auch in der Zivilgesellschaft so ein paar Anbieterinnen. Ne? Das ist aber für viele, gerade kleine gemeinnützige Organisationen, ist das irgendwie unerreichbar, weil die kosten wahnsinnig viel Geld, wenn man da so in die Marke Eigenbau geht. Ne? Hier habe ich aber echt so die Möglichkeit, okay, ich habe irgendwie Interaktivität. Ja, ich kann meine Materialien, wie gesagt, einmal glatt ziehen, dann stehen da zur Verfügung und ich kann meine ganze Arbeitskraft eben auf die individuelle Betreuung, die individuellen Fragen eben richten. Und das Beste ist, finde ich, dass man halt langfristig auf dieses Material auch zugreifen kann als Teilnehmerin, ne? In genau dem Format, in dem man es halt auch schon mal gesehen hat. Und das fand ich irgendwie, ja, dieses digitale Kompetenzen auch so ein bisschen digital zu denken in der Vermittlung. Das ist, glaube ich, auch so eine schöne Lesson learned, glaube ich, wo man manchmal noch so einen kleinen Rückschritt machen muss. Okay, wie machen wir das denn gerade? Und entspricht das dann eigentlich unseren Wunschvorstellungen, wie selber dann auch digitale Bildung eben aussehen soll? Wie gesagt, was ein bisschen wichtig ist, dass man diesen Faktor Mensch auf jeden Fall nicht vergisst. Ja, also dass man trotzdem, auch wenn man digitale Angebote macht, immer noch die Möglichkeit hat, mit anderen Lernenden in Kontakt zu treten und auch mit den Betreuenden von diesem Kurs. Wir haben so ein paar Hypothesen jetzt in dieser Vermittlung von eben Digital Literacy, spezieller halt Data Literacy, die unsere Arbeit jetzt ein bisschen prägen. Also das Erste ist, dass auch wir als zivilgesellschaftliche Organisation ganz unbedingt eben diesen digitalen Diskurs, Digitalisierung und vor allem auch diesen Bereich der digitalen Bildung mitgestalten sollten. Vor allem, weil wir das eben auf dieser gemeinwohlorientierten und dieser ethischen Ebene machen. Ja, Digitalisierung an sich dabei ist für uns auch total wichtig, dass man das immer als Werkzeug versteht. Ne? Dass man also nicht digitalisiert um der Digitalisierung willen, sondern dass man auch, wenn man Digitalisierung vermittelt, immer sagt, das ist ja halt eine Methode und das bringt euch etwas. Wir wollen hier grundsätzlich Kompetenzen vermitteln, das auf eine digitale Art und Weise tun, spart uns halt Ressourcen. Deswegen ist halt auch ganz wichtig, dass wenn man halt so Kompetenz vermittelt, man das halt relativ praxisnah macht und dass man da so ein bisschen schaut, okay, wie kann ich das denn praxisnah umsetzen? Ganz wichtig, das ist so ein bisschen in dieser Weiterentwicklung des Tools auch schon mal angesprochen worden, ja, Digitalisierung, wenn wir digitale Lernformate anbieten, ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass das ein Teil von lebenslangem Lernen. Ja, also grundsätzlich bei so digitalen Bildungsangeboten ist es wichtig, dass man so Grundkompetenzen vermittelt, also so Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, bei unserem Kurs ist zum Beispiel so, da lernen die Menschen erstmal, okay, wie kann ich überhaupt so eine Softwarelösung selber aufsetzen bei mir auf meinem Laptop, wie kann ich selber irgendwie Code ausführen und wie kann ich mir selber Hilfe suchen, wenn ich mal nicht weiterkomme. Ja, das ist so das Erste, also dass wir sozusagen Empowerment eigentlich vorantreiben. Das Zweite ist, dass natürlich die Inputformate, die wir eben haben, und das ist, glaube ich, gerade, wenn man irgendwie schnell mal so eine Aufzeichnung von einem Webinar irgendwo hinpostet, ne, da sich so ein bisschen mit auseinanderzusetzen, okay, ist das denn tatsächlich auch noch aktuell? Also gehe ich da mal regelmäßig durch meine
Webinare durch und schaue, okay, das kann man so auch noch veröffentlichen. Das ist halt, wenn man das so ein bisschen eingebettet hat in seine eigene Lernplattform, mit der man sich regelmäßig auseinandersetzt, ist das halt manchmal auch ein bisschen einfacher. Man hat also eine zentrale Stelle und die kann man auch regelmäßig auf Aktualität überprüfen. Das andere ist, glaube ich, das, worüber wir auch gerade mit Georg gesprochen haben, ne? Gerade Bildung bei digitalen Themen sollte auch so ein bisschen schauen, okay, was sind denn da eigentlich so digitale aktuelle Technologien, ja, mit denen wir das Lernangebot unterstützen können? Ne? Was ist denn da gerade, was gibt es da gerade so im Raum? Genau, das Wichtigste für mich auch gerade immer wieder ist, dass man tatsächlich auch einfach auf Open Source setzt. Ja, wir als Zivilgesellschaft, das ist eigentlich das, dass wir auf Open-Source-Technologien setzen, soweit wir eben können. Das ist einfach total wichtig, weil die eben auch so einen ähnlichen Ansatz haben, wie man mit bestimmten Sachen umgeht. Ne? Dass verschiedene Menschen Zugang zu Ressourcen haben, dass man die Sachen nutzen kann, dass es nicht irgendwie immer nur um finanzielle Motivationen geht. Ne? Dass man eben auch diese Privacy bei Designgeschichten in der App-Entwicklung natürlicherweise mit dabei hat. Das ist also einfach für uns total spannend. Ne? Und die können halt einen riesigen Mehrwert für uns bieten, gerade weil wir halt eigentlich so knappe Ressourcen haben. Ja? Und Digitalisierungsprozesse sind ja nun mal teuer. Deswegen lohnt sich da auf jeden Fall der Blick in die Community. Ja, und das Letzte ist das, was ich gerade auch schon mal gesagt habe. Ne? Also wenn wir digitale Kompetenzen auch vermitteln wollen auf diese Art und Weise, ist es ganz zentral, dass wir diesen Faktor Mensch mit einbeziehen. Ja, also dass wir eben Lerngemeinschaften trotzdem schaffen. Ja? Also dass wir die positiven Aspekte der Digitalisierung, wie diese Verstetigung, die Verfügbarkeit des Materials und so, ne, dass wir die sehen, aber dass wir eben auch so negative Aspekte sehen, wie zum Beispiel, es macht halt mehr Spaß, in der Gruppe zu lernen. Ja? Es ist schöner, wenn ich individuelle Fragen stellen kann. Und ja, also summa summarum ist eigentlich Gemeinschaft so dieser zentrale Erfolgsfaktor, gerade bei der Vermittlung von digitalen Kompetenzen. Falls ihr Lust habt, mit uns in Kontakt zu bleiben oder weiter zu schauen, was Correlate so macht, wir haben eine Webseite, correlate.org, relativ leicht zu finden. Wir haben auch ein Newsletter, wo wir immer mal wieder über unsere Arbeit berichten. Und falls ihr jetzt sagt, ach, das ist ja so cool, es gibt diese statistische Programmiersprache, mit der kann man so viele tolle Open-Source-Technologien, wie zum Beispiel eben so eine Lernplattform umsetzen, und die würde ich jetzt gerne mal lernen, dann macht es doch, und zwar mit uns, denn wir haben eben auch gerade noch die Möglichkeit, diesen Kurs als Unterstützung für euch anzubieten.